Die Business-Fragen OG kauft LHB-Stoffe in Höhe von Euro 5400 zuzüglich Umsatzsteuer auf Ziel. Die Verbuchung erfolgt über das Bestandskonto. Führen Sie die Buchung durch. Sehen wir uns hierfür die einzelnen Schritte zum richtigen Buchungssatz an, welche lauten, welche Konten werden benötigt, um welche Kontoart handelt es sich, handelt es sich um eine Vermehrung oder Verminderung und erfolgt die Verbuchung im Soll oder im Haben. Jetzt, wenn wir uns die Aufgabenstellung etwas genauer anschauen, so können wir erkennen, dass es sich hierbei um LHB-Stoffe, also um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe handelt, welche wir kaufen. Und kaufen tun wir diese auf Ziel, das bedeutet, wir bezahlen diese nicht gleich, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, dementsprechend brauchen wir einmal ein Konto für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Darüber hinaus benötigen wir, wenn wir etwas kaufen, fast immer, nur in Ausnahmefällen, unterliegt ein Kauf nicht der Umsatzsteuer, benötigen wir bei einem Kauf eben immer die Vorsteuer. Und nachdem wir eben nicht bar bezahlen oder sofort bezahlen, sondern auf Ziel kaufen, erhalten wir oder haben wir auch eine Schuld gegenüber unserem Lieferanten. Und dementsprechend brauchen wir auch noch ein Verbindlichkeitenkonto. Und wenn wir uns dann in weiterer Folge auch noch überlegen, um welche Kontoart es sich handelt, so wissen wir, wenn wir uns die Bilanz jetzt im geistigen Auge etwas vorstellen, dass die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe auf der Activa im Konkreten im Umlaufvermögen zu finden sind. Und nachdem wir die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Umlaufvermögen, also auf der Activa, wiederfinden, handelt es sich hier bei diesem Konto um ein Aktivkonto bzw. ein aktives Bestandskonto. Die Vorsteuer müssen wir uns hier jetzt nicht genauer beschäftigen oder überlegen, um welche Kontoart es sich handelt, denn die Vorsteuer wird immer im Soll gebucht, sofern es sich um keine Korrektur handelt. Und ergänzend dazu brauchen wir dann eben auch noch die Verbindlichkeiten. Und wenn wir uns auch hier wieder die Bilanz vorstellen, so wissen wir, dass wir die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Passiva finden, im Konkreten beim Fremdkapital. Und dementsprechend handelt es sich hier um ein sogenanntes Passivkonto bzw. um ein passives Bestandskonto. Und wenn wir uns dann im nächsten Schritt noch überlegen, werden die jeweiligen Konten mehr oder weniger, also handelt es sich um eine Vermehrung oder um eine Minderung, so sehen wir einmal, wenn wir Rohstoffe kaufen oder Rohhilfs- und Betriebsstoffe kaufen, um hier genau zu sein, so werden unsere Rohhilfs- und Betriebsstoffe mehr. Dementsprechend haben wir eine Vermehrung bei den Rohhilfs- und Betriebsstoffen. Und eine Vermehrung eines Aktivkontos wird immer im Soll gebucht. Genauso wird unsere Vorsteuer mehr, und wenn wir eine Vorsteuer zu bezahlen haben, dann wird diese immer im Soll gebucht. Und die Verbindlichkeiten werden ebenfalls mehr, weil unsere Schulden gegenüber unseren Lieferanten erhöhen sich. Und eine Vermehrung eines Passivkontos wird immer im Haben gebucht. Und nachdem wir jetzt wissen, ob es sich um eine Vermehrung oder eine Verminderung handelt bei den jeweiligen Konten und ob diese im Soll oder im Haben gebucht werden, kann auch schon der Buchungssatz abgeleitet werden. Das heißt, der Buchungssatz würde hier jetzt in diesem konkreten Fall lauten: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Vorsteuer an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Jetzt fehlt uns aber noch der Betrag dazu. Diesen müssen wir berechnen. Und wir wissen hier ja, dass wir Waren oder Rohhilfs- und Betriebsstoffe für 5.400 Euro eingekauft haben, zuzüglich Umsatzsteuer. Zuzüglich Umsatzsteuer bedeutet, dass die Umsatzsteuer noch drauf kommt. Das heißt, die 5.400 sind ein Nettobetrag. Und dementsprechend müssen wir dann jetzt in weiterer Folge den Bruttobetrag ausrechnen.
Und je nachdem, ob Sie sich jetzt in Deutschland oder in Österreich befinden, haben wir entweder 20% Umsatzsteuer in Österreich oder 19% Umsatzsteuer in Deutschland. Und wenn wir eben diese 5.400 mal 120 bzw. mal 119 dividiert durch 100 rechnen, so kommen wir in Österreich auf einen Bruttobetrag von 6.480 bzw. in Deutschland von 6.426. Und dann müssen wir in weiterer Folge noch die Vorsteuer ausrechnen. Nachdem wir den Brutto- und den Nettobetrag jetzt vorliegen haben, können wir das ganz einfach über eine Subtraktion machen. Das bedeutet, wir müssen einfach nur den Nettobetrag vom Bruttobetrag abziehen, so kommen wir auf den Vorsteuerbetrag. Und dieser ist in Österreich 1080 bzw. in Deutschland 1026. Und dementsprechend lautet dann der Buchungssatz für Deutschland beispielsweise Rohhilfs- und Betriebsstoffe mit 5.400 Euro und Vorsteuer mit 1.026 Euro an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 6.426 Euro. Und wenn Sie dann noch die Aufgabe bekommen, das Ganze in D-Kontoform darzustellen, dann sieht es so aus. Das heißt, wir haben einmal bei den Rohhilfs- und Betriebsstoffen 5.400 im Soll. Hier Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist nur das Gegenkonto, also das Konto, welches im Haben verbucht wird. Bei der Vorsteuer haben wir die 1026 ebenfalls im Soll und im Haben haben wir dann die Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen mit 6.426 dargestellt.